Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 7, Not a Hero. Oder zu Deutsch, kein Held. So, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich weiß, dass es damals ein Gratis-Spiel war. Gratis-DLC war. Warum auch immer das gratis war, ich weiß es nicht. Not a Hero. Warte, ich google mal kurz. Habe ich nämlich vorweg nicht gemacht. Schlau wie ich bin. Wurde am 12. Dezember 2017 veröffentlicht, also ein Ticken später als das Hauptgame. Wir werden als Chris Redfield unterwegs sein. Ich war noch nie so dankbar, dass wir Ego-Perspektive haben werden, weil dieser Chris Redfield ist nicht mein Chris Redfield und auch, glaube ich, von niemand anderem der Chris Redfield. Ich bin einfach mal gespannt. Ich weiß gar nicht, worum es geht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, dass es wohl relativ kurz ist und es war halt gratis mit dabei. Ganz anders als eben End of Zoe. Zoes Ende auf Deutsch. Steht ja auch so schön daneben. Ihr könnt es ja sehen, da bist meine Kamera nicht drüber. Wir starten das Ganze jetzt einfach mal. Heute ist Vatertag und ich dachte mir, jetzt bringe ich Resident Evil 7 komplett zu Ende. Ich müsste eigentlich Hogwarts Legacy aufnehmen, ich habe aber gar keinen Bock. Ihr seht das zwar erst in 20 Tagen, 21 Tage, wenn ich den Tag, wo das DLC beginnt, starte. Später noch, Wochenenden liegen ja noch dazwischen. Ich habe keine Ahnung, wann ihr es seht, bin ich ehrlich. Ist so. Ich habe mein Mikro wieder mal nicht gemacht. Aber egal, wir starten. Zumindest kann ich froh sein, dass er die deutsche Stimme behalten hat. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, ob er da seine normale englische Stimme hat. Ich kann mir vorstellen, da er da ja so komplett anders aussieht, als der reguläre Chris Redfield aussieht, dass es vielleicht noch nicht mal der Darsteller war, der ihn sonst macht. Wir in Deutschland haben da ja immer so ein bisschen Glück. Wir kriegen kaum mit, wenn ein Darsteller in Videospielen sich ändert, weil die Stimme können wir im Deutschen trotz allem ja einfach weitgehend doch benutzen. Zum Beispiel ist ja bei Ada Wong in Resident Evil 4 für uns in Deutschland nichts anders gewesen, außer ein bisschen ihre Optik. Aber sie hatte halt die gleiche deutsche Stimme wie in Resident Evil 2. In England, in den englischsprachigen Gebieten oder die halt das Spiel auf Englisch gespielt haben, da ist ja ein ganzer Shitstorm gegen die neue Darstellerin von Resident Evil, Ada Wongs Resident Evil 4 Darstellerin. Ja, das war jetzt kein Deutsch mehr. Auf jeden Fall ist da ein richtiger Shitstorm losgegangen und Leute, das ist scheiße. Mir ist scheißegal, ob ihre Performance gut oder schlecht war. Ich habe davon eben nichts mitbekommen, weil unsere deutsche Synchronisation wieder einmal bewiesen hat, dass sie wirklich hochgradig gut ist. Oft hochgradig gut ist. Es gibt natürlich auch hier und da ein paar Sachen, wo ich mir so denke, ach, das hätte man ruhig ein bisschen besser machen können. Aber gerade in Resident Evil 7 oder auch allgemein in den Resident Evil Teilen, seit es deutsche Synchronisation gibt, und das ist ja seit Teil 6, kann man sich echt nicht beschweren. Also selbst die Darstellerin von Lady Dimitrescu, also viele haben sich ja beschwert, dass die deutsche Darstellung von Lady Dimitrescu so unglaublich scheiße ist. Ich kann das halt... Ah, sorry Leute, ich lade im Hintergrund gerade noch ein paar Spiele runter. Ja, im PlayStation-Abo war Ratchet & Clank Rift Apart mit dabei und ich dachte mir, machste. Also nicht machste im Sinne von, mache ich jetzt zum Spielen, sondern lädst du dir runter, damit man es dir auch nicht mehr wegnehmen kann. Und die Darstellerin von Lady Dimitrescu ist mehrere Länder durchgegangen und war hochgradig beeindruckt von der deutschen Synchronisation und das hat ihr sogar besser gefallen als ihre eigene Performance. Und wenn die Darstellerin, die das Ganze gemacht hat, da so einen Ritterschlag für die deutsche Synchronisation raushaut, ist das einfach so der Beweis, dass Deutsche nicht anders können als zu meckern. Und es ist übrigens völlig legit, wenn ihr sagt, ihr wollt es im Originalton spielen. Das ist total fein. Tut das. Dafür, achso, Vorbereitung für nach Resident Evil 7. Ich habe den Timer übrigens noch nicht an. Nur ich kann einfach es nicht mehr hören, wie viele sich über deutsche Synchronisation am Rumjammern sind, die eigentlich wirklich gut ist. Also, wir haben hier in Deutschland einen wirklich hohen Standard für deutsche Synchronisation. Der wird natürlich mal mehr, mal weniger gut genutzt, aber in aller Regel sind sowohl unsere Serien als auch Filme
als auch Videospiele. Und gerade bei Videospielen muss man sagen, Shoutout, wirklich, wirklich gut. Und ich werde das auch nicht müde, das nochmal zu betonen. So, es ist okay, wenn ihr wollt, wenn ihr lieber Originalton oder Originalvertonung haben wollt. Trotzdem sagt nicht pauschal, die deutsche Synchronisation ist scheiße, denn sie ist es nicht. Ist sie wirklich nicht. Ich weiß, es kommt nie ans Original ran, natürlich nicht. Das wird man auch nicht schaffen, das wird keine Sprache der Welt schaffen. Nur, das ist ich weiß nicht, es gibt einen Unterschied zwischen, ich mag das Original lieber und das Deutsche ist scheiße. Da gibt es halt einfach so, da liegen so Welten zwischen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da für manche eben keine Welten liegen. Mein Gott, was ist denn heute mit meiner deutschen Sprache los? Die ist ja sonst schon immer hochgradig gefährdet, aber heute ist sie irgendwie gar nicht da. Das heißt, sie kann auch nicht mehr gefährdet sein. Starten wir mit Not a Hero. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin extra in dem Bildschirm gewesen, weil... Neues Spiel. Auf einfach. Ich hab keinen Bock. Lauernde Flucht. Chris Redfield hat als hochrangiges Mitglied der BSAA viele Bioterrorismuskrisen in seiner langen Karriere überwunden. Jetzt hat Umbrella wiedergeboren als privates Militärunternehmen. Seine Hilfe für die Ergreifung von Lucas Baker angefragt. Ich hatte mich schon gefragt, was mit Lucas Baker ist. Der wurde irgendwie komplett vergessen. Anscheinend ja nicht. Ich finde es übrigens witzig, dass er jetzt für Umbrella arbeitet und in Teil 8 niemand mehr darüber redet, dass er jemals für Umbrella gearbeitet hat. Fucking Company. Ah. Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ah, das ist Lucas, das bin gar nicht ich. Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Sorry, dass es jetzt oben einblendet. Ich glaube, da kommt jetzt auch nichts mehr. Oh, zeig mir dich auch noch das Gesicht. Nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Collections. Er ist als nächstes dran. Zeig mir doch nicht auch noch sein Gesicht. Sorry, Leute. Ich kann nicht anders. Ist nicht mein Chris. Setz doch bitte einfach deinen scheiß Helm auf, danke. Noch nie war ich so dankbar, dass Chris seinen Helm auf hatte. Noch nie. So. Mein Helm hat Dinge. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Ich euch aber nicht. Die Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Ich hab's euch mal ein bisschen lauter gemacht. Was besitze ich denn? Einsatzbericht. Operation Lauernde Furcht. Echt jetzt? Solche bescheuerten Titel gibt man im Ganzen? Missionsziel? Extrahieren Sie Lucas Baker. Ort Duval, Louisiana, USA. Baker Anwesen. Gefahrenprofil, Molded, Alpha-Variante, andere. Antipersonenfallen, teilweise tödlich. Hinweis, aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezialist an Mission teilnehmen. Neueste Info zum Einsatzort. Neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Profil Lucas Baker, mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation. Man, Leute, ich habe immer momentan mal nicht angestellt. Ich habe 5 Minuten ungefähr gelabert. Hat unversehbar. Was? Organisation, die Connections-Rolle nicht bestätigt. Punkt. Hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Die Connections? Okay. Profil, die Connections. Kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über große Marktanteile und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion von
Distribution der E-Serie-Biowaffe. Das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker-Anwesen präsent. Präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivität Bericht zu erstatten. Aber das hat Zoe doch auch gemacht. Für viele von Ihnen ist dies Ihre erste Mission bei uns. Darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl wir viele unserer Mitarbeiter von berüchtigten Pharma-Riesen Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Vorhaben unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. 2007... Aber 2013 wollte Lia mit dem Präsidenten doch bekannt geben, was überhaupt mit Umbrella passiert ist. It doesn't make sense. Mein Kampfmesser, das er viel professioneller hält. Ich habe aber fast nichts, ey, ist ja peinlich. It's a little bit weirdo. Diese ganzen Zeitstränge. Also da haben sie sich mit Resident Evil 7 keinen Gefallen getan, haben es aber mit Resident Evil 8 versucht wieder gut zu machen. Da ist Chris ja auch immer wieder bei der BSAA, aber hat seine eigene Einheit irgendwie weggeschleppt. Chris, was? Junge! Oh, what? Wer hat denn entschieden, dass das so geiler ist? Kann ich das umstellen? Blut auf dem Bildschirm, Kamera schwanken, Tutorial, Telefonsymbol. Das will ich nur beim Zielen anzeigen. Aber Leute, warum? Ist eigentlich Kopfhörer, aber ist okay. Was? Raytracing. Ja, höhere Bildrate geht bei mir ja nicht. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ist Untertitel an? Don't know. Ja, ist an. Wie soll ich denn so zielen, wenn... Er macht so scheiße. Es ist einfach so. Leute, es ist doch scheiße so. Wer hat denn die Rotzidee gehabt? Ah! Oh Gott. Er kann sie boxen. Wo muss ich denn hin? Man weiß es nicht genau, wo ich hin muss. Okay. Hier offensichtlich nicht. Aber ich bin noch mit Ethan hier so durchgeätzt, dass ich nicht weiß, wo ich hier genau hin muss. Ah, komm, ist okay. Chris, einfach immer noch. Ja, was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutabizid. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Okay, ich gebe zu, die Troller, die da unsere Befehle durchgibt, die ist echt schlecht synchronisiert. Ich stehe dazu, wenn ich irgendwas höre, was nicht so ganz berauschend ist, dann sage ich das auch. Aber Chris ist, wie gesagt, ist voll in Ordnung. Ich habe mich an die Stimme auch... Als ich die das erste Mal gehört habe in Resident Evil 6, dachte ich mir so... okay. Aber mittlerweile habe ich... Wo muss ich hin? Mittlerweile habe ich so einen Punkt erreicht tatsächlich. Wo ich mir sage, na ja, aber... Jetzt hat Chris die Stimme schon so lange im Deutschen, dass ich mich echt schon dran gewöhnt habe. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Ja, ich bin wieder zurückgelaufen. Oh, Leute.
Chris Redfield hat einen schlechteren Orientierungssinn als Ethan. Ist so. So, hier. Hier, ja, 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 hier ist richtig. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Kann ich hier irgendwelche Boni einsammeln oder so? Irgendwas habe ich eingesammelt, das ist gut. Ich darf nicht zielen. Das ist super ätzend. Ich darf nicht zielen, weil er zielt quasi von alleine. Weil wenn ich ziele, dann habe ich das gleiche Problem wie in Atomic Heart. Yo, Boys, was ist mit euch? Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich habe gleich keine Tasche. Was? Das wird nicht passieren. Hi, Lucas. Das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Ups. Er hat es mit Explosion. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh. Und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Spuren in der Luft. Typ E, mutabilisiert. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Ja, der geht relativ zügig runter. Ich blende mich gleich ein, wenn ich das Gefühl habe, mich zu sterben. Ja? Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Ja, weiß ich. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Ach nett, danke schön. Lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Jetzt ohne Witz, ich habe die Bombe weiter am Arm. Ich muss ja zugeben, dass Lucas von seiner ganzen Machart tatsächlich neben Mr. Baker einer der geilsten ist. Ist einfach so. Ah, das wird ätzend, Leute. Das wird richtig ätzend. Schnell rein. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Danke, Stimme aus dem Hintergrund. Oder Stimme aus dem Off. Chris, wir haben jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Ach, Chris, wie oft denn noch? Die BSAA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Ich frag mich halt... Wie du meinst. Und das wäre ja irgendwie sowas gewesen, was in dem Sinne logisch gewesen wäre... im achten Teil ist die BSAA ja völlig abgeglitten in die falsche Richtung. So im Stile von Umbrella Corporation fast schon. Was ist das denn? Arzneispritze. Ach so, Chris hat Arzneispritzen. Gut. Wenn die da angefangen haben, mit Umbrella zu arbeiten und danach dann völlig eskaliert sind, wie in Teil 8 nun mal gewesen. Dann wird das ja sogar Sinn machen, Leute. Also, ich speichere mal. Da ist ja so viel verschenktes Potenzial bei... Ich drücke den Knopf doch nicht. Ich bin doch nicht bescheuert, den Knopf zu drücken. Leute, ich bin doch nicht von gestern. Ich drücke doch nicht den Knopf, wo Lucas Handschrift draufsteht. Das ist für Ethan nie sonderlich gut ausgegangen, den Knopf zu drücken. Oder irgendeinen Knopf von Lucas zu drücken. Also gehe ich jetzt erstmal gucken. Oh, ich kann hier Münzen finden. Für was? Stabilisator. Und Steroide. Interessant.
Also ist das hier meine Safe Zone? Also muss ich den Knopf drücken? Habe ich nicht, kann ich nicht. Aber hier kann ich noch hoch, also mal gucken. Würde mich halt einfach interessieren, wie das mit... Auch er hat ein Problem mit Kameras. Okay. Ihr wollt mich doch ein bisschen trollen, oder? Hier ist nirgendwo irgendetwas und ich habe keinen... Ach so, ich muss nur da hingehen und dann ist alles gut. Gut, ist okay. Schade, ich hätte gerne gewusst, warum die BSAA so drauf ist, wie sie drauf ist. Ist jemand da? Noch am Leben da drin? Redfield? Ja. Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Mal ganz im Ernst, du kannst den auch gleich erschießen, dann stirbt er vermutlich weniger qualvoll. Just saying. Ein Aufzug. Lucas hat aber auch echt Spaß an seinen Saw-Spielchen. Kann man nicht anders sagen. Ich bin überrascht, wie ruhig es hier ist. Das heißt, irgendwie nie was Gutes in Resident Evil. Key. Ja, sag ich doch, das heißt nie irgendwas Gutes in Resident Evil. Er lebt noch. Alter, er lebt noch. Ah, immer schön auf den Kopf. Ah, das war mein... Shit, ey. Es klingt, als wäre hinter mir auch noch einer. Ei! Au! 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 Eine Schrot. Eine ziemlich gute Schrot. Und das alles in 2 Minuten. Eine antike Münze. Jetzt geht's mir aber an die Waffen hier. Boah, das waren aber viele. Wo hat Lucas all die Molded Man her? Eine Handgranate. Ja, die wäre auch sinnvoll gewesen. Ich hätte die alle ein bisschen kiten können. Ich hab nichts. Gut. Messer. Gib Messer. Pistolenmunition, sehr gut. Ich versuche mir gerade erstmal einen Überblick zu verschärfen. Ich habe aber keine Ahnung. Was ist das Key? Mist. Oh, Chris, wirklich? Du Trottel. Entschuldigung, aber du bist ein Trottel. Okay, Leute, ich mache hier mal einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, ob wir Lucas gefangen bekommen. Ich finde es aber schön, dass man den beiden Kindern damit quasi jeweils ein DLC gegeben hat, weil um Zoe geht es ja im zweiten DLC. Find's aber auch ein bisschen arg fragwürdig, dass die BSAA nicht nach Zoe, also die BSAA-Umbrella, nicht nach Zoe gesucht hat, sondern
ihr Onkel dafür ankommen muss und hier den Wrestlinger raushängen lassen muss. Und ich habe ja aber im Hauptspiel ein Bild gefunden, dass Jake Baker, der gute Mr. Baker, ein Marine war. Und das ist der Onkel halt auch. Und ich finde, davon mal ab, dass der wirklich ein heftiger Typ war und auch als infizierter Schimmelmensch heftig drauf war, hat man dem trotz allem gar nicht mehr so angesehen, dass er so ein Marine war, so ein heftiger. Sein Onkel, sein Bruder, der sieht schon ganz anders aus. Das werden wir dann in End of Zoe sehen. Jetzt sind wir aber erstmal mit Chris beschäftigt und Lux. Also haut rein, ihr Lieben.